Space Marine 2 steht vor der Tür, liebe Leute, und wir haben richtig geile News bekommen. Gestern war es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass auf Twitter, aber eben auch im neuen Community-Bereich von Focus Entertainment, hier nämlich die Roadmap veröffentlicht worden ist für grob das erste Jahr, was uns da erwartet. Und hier seht ihr mal kurz geteasert, was uns da etwa erwarten wird. Wir gehen heute im Video auf alles im Detail ein und ich versuche auch ein paar häufige Fragen zu beantworten, weil ich auch immer wieder schon gelesen habe, dass manche Leute sich unsicher sind, was diesen Content angeht und was diese Cosmetics angeht und so weiter und so fort. Also da werden wir heute drauf eingehen. Wir werden aber auch auf diesen Beitrag hier zu sprechen kommen, denn mit dem Beitrag dazu, also mit der Roadmap selbst, ist auch ein Beitrag erschienen und da wurde auch noch intensiver drauf eingegangen, was uns im ersten Jahr Space Marine 2 erwarten wird. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal damit und gönnen uns danach den detaillierten Blick auf den Battle Plan, wie sie ihn nennen, ja? Also hier wurde erstmal noch ein bisschen was mit MacRack's Chosen DLC angezeigt. Das wissen wir aber schon, ne, wenn ihr vorbestellt und so weiter. Dann kommt ihr in den Genuss von diesen dargestellten tollen Cosmetics. Alles, was hier wirklich Cosmetic ist, rein kosmetisch, hat nichts irgendwie mit Bonus-Attributen oder so. Also wirklich, das könnt ihr schon mal aus eurer Liste abhaken. Das passt, das machen sie, finde ich, gut. Alles ist rein kosmetisch. Und hier wurde dann nochmal einfach betont, wenn ihr Gold oder Ultra Edition bestellt, dann habt ihr auch noch den Season Pass dabei. Und beim Season Pass kommen wir halt dann hier unten auf diese Linie zu sprechen. Und da ist dieses Ultramarines Cosmetic Pack, aber wir sprechen nachher noch mal im Detail darüber. Ja, was auch noch wichtig ist, und ich denke, ja, das ist wichtig zu wissen, eigentlich für einige: Die Ultra Edition Besitzer werden das Ultramarine Champion Pack bekommen. It's a unique, richly detailed full armor set for the Heavy Class. Ja, ich habe das hier für euch noch mal in der Detailansicht dabei. Das ist das hier. Und wenn ihr die Ultra Edition besitzt, dann bekommt ihr das. Und das ist für die Heavy Class. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel welche, also Leute seid, die sagen, oh, mit der Heavy Class kann ich gar nichts anfangen, so, dann könntet ihr auch nochmal drüber nachdenken, ob ihr die Ultra Edition überhaupt braucht. Ja, weil tatsächlich dieses Champions Pack ist anscheinend nur für die Heavy Class und nicht für die anderen Klassen. Und zwar ist hier noch eine wichtige Note dabei, dass dieses Paket nur für die Ultra Edition Besitzer zugänglich ist und es wird nicht separat verkauft. Das heißt, wenn ihr das doch irgendwann mal vielleicht haben wollt, ihr guckt in die Röhre, wenn ihr keine Ultra Edition habt und das dann doch irgendwann später nochmal haben möchtet. Ich meine, geil sieht es aus, oder? Ich weiß nicht, also ich finde es richtig schön von den Details, sieht super aus, schön viel Gold dabei und so. Also sieht schon recht prunkvoll aus, kann man da doch sagen. Und dann gehen wir aber hier weiter, dass sie in den ersten Wochen nach dem Release erstmal Feintuning machen. Das heißt, Community Feedback, funktioniert noch was nicht ganz rund, schnelle Hotfixes, schnelle Patches reinzubringen ins Spiel, damit alles sauber läuft, dass kleinere Probleme oder kleine Sachen, die zu großen Problemen werden, schnell behoben werden, damit das Spiel möglichst flüssig läuft für alle und alle Spaß dran haben, dass das Crossplay vielleicht auch geschmeidig funktioniert. Ich denke, das könnte ein Knackpunkt sein, jetzt zu Release, dass vielleicht mit dem Crossplay Multiplayer Matchmaking, was nicht ganz so rund läuft, aber wir werden sehen, vielleicht ist es auch ein ganz geschmeidiger Release, also mal schauen. Dann gehen wir aber weiter zu Season 2. Also Season 1 ist quasi so für sie der erste Monat. Und Season 2 ist dann ab Oktober. Wir gucken nachher aber noch in die Roadmap rein. Wichtig ist halt einfach, ich möchte diesen Teil mit euch erstmal besprechen, weil es hier ein paar Unterschiede gibt, was in der Roadmap drin steht, im Bild, und was im Text drin steht. Und das wollen wir auch beachten an der Stelle. Also unter dem kostenlosen Content, wir alle bekommen kostenlosen Content dazu, gibt es eine neue Operations Map. Und jetzt hier ist schon mal wichtig, sie schreiben hier a new Operations Map, also eine. In der Roadmap im Bild, das schauen wir auch gleich nochmal nach, steht neue Operations mit
es Plural, also dass es mehrere Missionen geben wird. Einen neuen Feindestyp, eine härtere Schwierigkeit für Leute, die noch mehr Herausforderungen suchen, eine neue Waffe und einige andere Verbesserungen, welche das auch immer sein mögen. Und Season Pass Besitzer haben dann bei Season 2 eben die Möglichkeit, Dark Angel Chapter, also Farben und Wappen und so weiter, Waffenskins und Champion Skin unique für den Bulwark freizuschalten. Und dann geben sie noch kurz einen Ausblick auf 2025, denn wir sehen jetzt schon ab Oktober, November, Dezember, das heißt, wir haben die Season 2 in dem Sinne, weil die Season 1 ist quasi nur der erste Monat, Feintuning, bla bla bla. Aber da kommt auch noch was, das gucken wir uns auch gleich an im ersten Monat. Und dann planen sie, so wie es aussieht, jede Season 3 Monate laufen zu lassen. Ne? Das heißt, wir fragen uns jetzt, was kommt denn in 2025? Noch mehr Operations, PvP-Maps, die wir dann zocken können, neue Game-Modes wie Horde-Modus und mehr wird wahrscheinlich dann als Content kostenlos für uns alle kommen, wenn wir Besitzer sind von irgendeiner Edition von Space Marine 2. Und darauf noch, on top of that, more cosmetic items based on iconic chapters. Also nach und nach mehr kosmetische Sachen, die sehr wahrscheinlich weitestgehend eben in diesem Season Pass mit veröffentlicht werden. Und da denke ich, ist es dann auch schon wichtig, dass wir gleich in die Roadmap direkt reingucken und dann noch die weiteren Fragen klären. Ich könnte euch jetzt hier empfehlen, einfach an der Stelle, ich finde das sehr cool, was sie gemacht haben, diesen Focus Entertainment Hub beizutreten, denn wie ihr hier seht, man kann Ideen hier einfügen, ja, man kann Ideen geben fürs Spiel, was man gerne haben möchte, was man gerne sehen möchte, man kann Bugs reporten, es wird eine Enzyklopädie geben, es gibt Tutorials, da kann man Videos hinzufügen, ich habe da auch schon eins hinzugefügt und es gibt ein Forum. Und hier kann man sich dann wirklich ausgiebig über Space Marine 2 unterhalten, ist direkt an der Quelle. Und ich denke, wenn jemand Feedback zum Spiel geben will oder Ideen reinbringen möchte in das ganze Thema, dann seid ihr hier direkt an der richtigen Stelle. Das nur noch mal kurz als Info. Dann gehen wir jetzt aber hier in diesen Battle Plan rein. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die wir hier einfach sehen müssen, ist, Space Marine 2 ist kein Live-Service-Game. Und das, was hier als Season bezeichnet wird, ist meiner Auffassung nach keine Season, wie man sie jetzt meistens kennt. Und da geht auch schon die erste Frage nämlich mit, die ich auch schon gelesen habe. Ich glaube, bei Reddit war es oder bei Twitter, ich bin mir nicht mehr sicher. Werden diese Season-Inhalte bleiben oder verschwinden die wieder, wenn die Season vorbei ist? Ich bin mir hier eigentlich absolut sicher, dass diese Season-Inhalte bleiben, die gehen nicht wieder weg, weil wenn man sich das jetzt mal versucht, ein bisschen zu erschließen, sie bringen in Season 2 zum Beispiel diese neue Waffe. Es würde keinen Sinn machen, diese Waffe dann bei Season 3 plötzlich wieder aus dem Spiel zu nehmen. Das wäre ja auch verschwendete Arbeit, letztendlich den Spielern mehr Waffenauswahl zu geben und dann zu sagen, hey, ich nehme dir die Waffe jetzt wieder weg, obwohl du die cool gefunden hast für dein Build zum Beispiel und alles ist umsonst quasi, nehmen sie wieder raus. Ich kann es mir nicht vorstellen und dass sie das Spiel künstlich wieder beschneiden und zu sagen, hey, wir bringen dir jetzt in Season 2 zum Beispiel New PvE Missions, ne, mit S. Wir erinnern uns, im Beitrag haben sie gesagt, eine neue PvE-Mission, hier sagen sie Missions mit Plural, mehrere PvE-Missionen. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, sie würden jetzt, sagen wir mal, 2 oder 3 PvE-Missionen bringen, Season 2, die dann in Season 3 wieder rauszunehmen, zu sagen, Edge, ihr habt jetzt wieder die Anfangs-PvE-Mission und die 3, auf die müsst ihr verzichten, habt weniger Auswahl, würde relativ wenig Sinn machen, wie ich finde. Ich meine, man kann sich mittlerweile heutzutage alles vorstellen, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Das heißt, was uns hier erwartet, das sind hier in dieser Linie alles Free-Updates. Die gibt es für jeden, der das Spiel hat. Ihr braucht für das hier keinen Season Pass. Ja, wichtig. Und wir sehen jetzt dann auch, dass im September, also in der Season 1, ein Ultra-Wide-Support kommt für Ultra-Wide-Displays, denke ich mal, private PvE-Lobbys, das heißt
wahrscheinlich jetzt erstmal zum Release direkt gibt es keine privaten. Die kommen dann wahrscheinlich erst in den 1, 2, 3 Wochen im September. Und dann in der Battle Barge, also in der Basis, in der man sich befindet zwischen den Missionen, eine Sparring Arena. Ich gehe stark davon aus, dass das halt einfach ein Bereich ist, wo ihr austesten könnt, zum Beispiel fürs PvP. Funktioniert mein Build so gut, also wie ich meine Klasse geskillt habe und so weiter, funktioniert das gut, wie viel Schaden mache ich irgendwie oder dass du gegen andere kämpfen kannst oder gegen einen Dummy irgendwie ballern kannst und gucken kannst, wie viel Damage machst du mit dies und das oder einfach mal ein bisschen trainieren kannst und eine neue Klasse ausprobieren kannst und so weiter und schauen kannst, ob dir das gefällt. Ich denke, das wird so eine Sparring Arena mit sich bringen. Dann wie gesagt, neue PvE-Missionen in Season 2, das heißt ab Oktober startet das hier. Lethal Difficulty, dann die neue Pistol und einen neuen Feindestyp. Und mal gucken, was da auf uns wartet. Bei neuen Feindestyp bin ich sehr gespannt, ob das jetzt mit den Zinsch zusammenhängt, die ich im letzten Video mal auf den Tisch gelegt habe, oder ob die Zinsch jetzt schon drin sind zu Release oder ob das unter den neuen Feinden fällt. Mal sehen. Und dann ist es so, ich ab hier meiner Auffassung nach startet 2025, also mit Season 3, hier kriegen wir wieder neue PvE-Missionen, entweder eine oder mehrere, PvP-Game-Modus in neuer noch hinzugefügt, PvP-Arenas neu, neuer Feindestyp, Prestige-Ranks für PvE, ich denke, da wird es vielleicht auch eine Art Rangliste vielleicht geben oder einfach ein bisschen kompetitiver, dass man da irgendwelche Ränge sich erringen kann durch gute Performance im PvE. Und Battle Barge Expansion, also da wird wohl irgendwas erweitert, so fasse ich das zumindest auf. Und dann sind wir ja, sag ich mal, Januar, Februar, März und dann wahrscheinlich Season 4, im April dann Season 4 mit dem Horde-Modus, was ich sehr cool finde. Wieder ein neuer Feindestyp und eine neue Waffe, die dazu kommt. Ich denke auch mal, dass hier vielleicht noch mehr dazu mit reinfällt, denn sie sagen ja Year One Battle Plan, meiner Rechnung nach ist es jetzt kein ja, was sie hier sagen, weil das wäre ja Season 3 Januar, Februar, März und dann Season 4 April, Mai, Juni. Also dann sind wir mit Season 4 am Ende im Juni und dann hätten wir eigentlich noch eine Season, die kommen müsste für Juli, August, September, damit wir das Jahr voll haben, müsste also eine Season 5 noch mit dabei sein, zumindest meiner Rechnung nach. Aber jetzt gehen wir mal noch kurz auf den unteren Bereich ein, nämlich den Season Pass. Und ihr seht jetzt hier einfach, bei jeder Season gibt es hier kosmetische Updates. Und ich denke, das ist halt einfach wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Ultramarines Cosmetic Pack. Da finde ich es jetzt interessant, weil sie sagen ja, hier ist ja so ein Set dabei für die Heavy Class. Wir sehen jetzt hier aber, dass da auch noch andere, also für 6 Stück, also für jede Klasse auch noch irgendwas dabei ist, dass wir da vielleicht doch nicht so leer ausgehen mit den anderen Klassen. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, den ich zu klären habe. Falls ich da noch was rausfinden kann, schreibe ich es euch unten in die Kommentare rein. Oder wenn ihr schon mehr wisst, schreibt es auch gerne direkt unten in die Kommentare für alle anderen mit rein, damit wir da Bescheid wissen. Ich denke, dass es sich vielleicht bei diesem, also bei dem Teil hier für ein komplettes Set, da geht es um ein komplettes Set für eine bestimmte Klasse, genauso wie es hier bei den Dark Angels dann um ein Champion Pack quasi geht für den Bulwark. Bei den Ultramarines ist es dann für die Heavy Class, aber es sind weitere Cosmetics dabei für alle anderen 6 Klassen. So interpretiere ich das momentan für mich, aber ich kann mich da jetzt auch natürlich irren und das stimmt nicht so ganz, wie ich das euch jetzt sage. Auf jeden Fall Season 2 dann im Oktober, Dark Angels, sehr cool. Ich mag diesen Look, wenn wir es uns jetzt hier angucken, ne? Also mit so einem Cape oben drüber und so weiter, finde ich nice, gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was da auch für die anderen Klassen vielleicht ein bisschen was dabei ist. Und dann haben wir hier One Chapter will receive ein Champion Pack, ein Cosmetic Pack und ein Weapon Skin Pack. Und dann ein anderes Chapter bekommt auch wieder ein Champion Pack. Und so geht das dann bei jeder Season erstmal weiter. Den Blogpost, den wir uns zusammen angeschaut haben, in dem lesen wir ja sehr stark heraus, dass sie viel geplant haben für 2025. Es klingt für mich so, als sehen sie halt schon dermaßen schöne Vorverkaufszahlen, dass sie sehr positiv und optimistisch gestimmt sind für die Zukunft und wissen, dass sie das Game länger supporten möchten. Es funktioniert anscheinend. Die Leute finden Freude
Freude daran. Und ich persönlich muss ja auch sagen, es ist einfach geil. Ich mag es, meinen Charakter zu customizen. Und Space Marine 2 bringt genau das und auch in den zukünftigen Seasons mehr Customization für den eigenen Helden sozusagen zu haben und sich da auszutoben. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, besonders weil es eben optional ist und der Content, der neue Content, der kommt, der ist kostenlos und wir haben hier keinen Battle Pass, ne? Das muss man ja auch sagen. Also es ist jetzt hier nicht, dass ihr, so sehe ich das nicht, so lese ich das nicht raus und so verstehe ich es zumindest nicht, ja, dass wir hier für jede Season irgendwie gezwungen sind, hey, du musst so und so x-mal spielen, dass du das bekommen kannst, weil es ja eben kein Live-Service-Game ist und nicht dieses Fear on Missing Out irgendwie, dass das supported wird. In diesem Sinne, Leute, lasst mich gerne natürlich eure weiteren Fragen noch unten in den Kommentaren wissen oder auch euren Input natürlich, falls ich was vergessen habe, falls sich was Neues ergeben hat, falls es noch irgendwelche Ergänzungen gab, wo ich nicht mitbekommen habe, auf Reddit, Twitter und so weiter und so fort. Gibt ja immer so viel Info und so viel ändert sich so schnell und da mitzuhalten ist natürlich immer schwierig. Aber ich bin hyped, deswegen heute für euch das Video mit den wichtigsten Sachen erstmal dabei. Danke fürs Einschalten. Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.